gesagt, auch gerne mit einsteigen, ne? Also, du wolltest gerne noch was sagen. Ja, ich wollte noch sagen, du erzählst dieser Person ja auch, was sie da gerade macht und gibst dieser Person aber auch die Chance, dahin zu schauen. Also, du gibst liebevolle, freundliche Hinweise, dass derjenige so ins Nachdenken kommt. Und das, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Will der Mensch nachdenken? Ist er dafür bereit? Mhm. Oder nur verteilen? Aber wenn man verteilt, muss man auch einstecken können. Ja, ja? Ganz genau. Und also tue ich das gerne. Können wir gleich gerne weitergehen. Also tue ich ja das, was ich ja mache, was ich ja bin. Ich bin ja ein inkarnierter Schutzengel. Ich bin ja in dieser Aura drin. Also gebe ich ja, wie du schon sagst, die Botschaften raus. Das sind Botschaften, das sind Wahrheiten. Und ich denke mal, wer die Wahrheit erfahren will oder möchte, sollte auch bereit dafür sein, die Wahrheit zu hören und anzunehmen. Das ist doch der Punkt. Mhm. Weil ich glaube immer wieder, dass die Menschen da draußen nur das hören möchten, was die hören wollen. Und das andere schieben die irgendwie weg. Das heißt, wenn wirklich Sachen gesagt werden, die manchmal nicht so schön sind zu hören, dann gefällt es einem nicht. Und das ist ja, da ist ja die Lüge mit drin eigentlich. Ja, aber ich denke mal, weil die Menschen immer so gelebt haben. Sie haben ja so gelebt und plötzlich trete ich ja eigentlich ein in den ihr Leben. Ja. Ne? Ja. Das ist der Punkt auch mit diesem Bild von dieser Kuh, die du wo reingesetzt worden ist, wo die Leute auch nicht sehen wollen, dass es nun mal auch nicht nur mit der Quälerei zu tun. Das ist auch Schwarzmagie an den Tieren. Zu den Tieren. Also das heißt, da wird extrem Schwarzmagie ausgeübt und die Tiere können sich nicht wehren. Und dementsprechend unterschätzen die auch das, was passiert, weil es kommt ja alles zurück. Alles kommt zurück, jetzt könnte man sagen, jetzt greift man die Fleischesser an. Nein, das werde ich nicht tun, auf keinen Fall. Dieser Körper hat auch Fleisch gegessen. Damals gab es noch nicht so viel mit vegetarisch. Und ich habe zwar vegetarisch gelebt von zu Hause aus, also meine leiblichen Eltern in Amerika, die waren Vegetarier. Ich bin ja bei Pflegeeltern groß geworden und da gab es natürlich Fleisch. Ich wollte keins essen, aber man hat es mir aufgezwungen. Man hat mich wirklich gequält damit. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du das jetzt sagst mit der Kuh, ich habe darauf reagieren müssen, weil meine Führung es ja gesagt hat. Ich frage ja vorher alles ab. Ne? Ich habe das, ich habe das, ich habe das, ich habe die Aura, das. Dann höre ich jetzt. Und dann gehe ich da rein. Und dann gebe ich das rein, was ich höre, 1:1. Das ist das, was direkt kommt. Ein direkter Kanal. Und ein direkter Kanal quasi. Und das wird, also ich kann nur sagen, wir haben die Ehre und das Glück auch, das direkt zu erfahren. Ja. Und dementsprechend auch das anzunehmen. Weil es ist ja eigentlich die Wahrheit. Das, was kommt, ist ja die Wahrheit. Und in dem Moment ist das immer wieder interessant, weil wir das Thema Facebook ja haben, wie die Leute darauf reagieren. Ja, also manche werden sie geprüft. Ja, sie werden von höchster Stelle geprüft. Das sind immer wieder diese Prüfungen, die kommen. Ne? Mhm. Und auch für uns und auch für die Leute, die da drauf reagieren und schreiben, ist es sehr interessant, die Kommentare zu lesen. Mhm. Weil da sieht man wirklich, wer da es versteht oder wer es nicht verstehen möchte. Und vielleicht sich ein Band vor den Augen macht und so ruhig mit damit nichts zu tun haben. Vielleicht ist das, wo ich sage, wir sind ja in der Endzeit, wir sind voll drin. Und vielleicht ist da das Universum, die Allmacht, und prüft und guckt und schaut, wie diese Person jetzt ist und reagiert da drauf. Und das geht ja dann auch in die schwarzmagische Richtung rein, wenn wir mal richtig hingucken. Und wenn diese Person dunkel ist, kann man das noch abmildern. Wenn die Person es einsieht und sagt, oh Mann, da habe ich jetzt zu scharf geschossen, das fand ich jetzt nicht in Ordnung, ja. Dann muss man das für sich wieder regulieren in seiner Seele und sagen, das fand ich richtig. Und dann sollte man auch den Mut haben und zu sagen, tut mir leid, war nicht richtig, ja. Aber wenn man dabei bleibt, das ist schon schwarzmagisch, das geht schon in die dunkle Richtung rein. Ich habe noch eine Frage. Ja. Es gibt ja die schwarze Magie, ja. Aber ich habe auch viel über die weiße Magie gehört. Ja. Ist das jetzt der Gegenpol, was man dagegen ansetzen kann? Ja. Und wenn jetzt Schamanen zum Beispiel sagen, ich betreibe weiße Magie und kann die schwarze Magie... Woher wissen die das? Dann ist das alles nur... Das weißt du doch gar nicht. Nee, dann ist das alles nur erfunden. Das ist ja der Punkt. Sie sagen es von sich aus, weil sie meinen, sie machen weiße Magie, aber das Weiße kann schon schwarz sein. Weil sie wissen es doch gar nicht. Sie arbeiten mit der geistigen Welt, aber mit welcher Seite? Das wissen sie nicht. Woher? Das ist der Punkt. Also gibt es eigentlich keine weiße Magie in dem doch. Sinne? Gibt es doch. Du bist ein weißer Magier. Ich sehe es doch. Mhm. Ich weiß es. Ich kenne doch die Wahrheit. Mhm.
Das heißt, es wird alles immer noch durch die Gedanken gesteuert, quasi, ja, ob es weiß oder schwarz ist, ja, was man denkt, was man sozusagen. Du, was tut, du hörst, was du wahrnimmst. Das ist ja eure Führung. Ich habe ja meine Führung, das schreibe ich ja auch. Meine Führung, was ich wahrnehme. Ich sage nie das, was du wahrnimmst. Das würde ich nicht tun. Dann wäre ich ein Mensch. Richtig, das bist du ja nicht. Und nein. Ist die eigentliche Arbeit ist, gerade gegen diese schwarze Magie schon mal anzutreten, wenn man es schon spürt, dass was nicht in Ordnung ist, ja, dagegen anzukämpfen und es zu blockieren und es so zurück. Ja, aber woher wollen Sie es wissen? Das ist ja bei euch sogar noch schwer für mich. Ja. Ihr seid ja meine Schüler. Ja. Und auch für mich ist es ja manchmal schwer zu verstehen, ja, wo ich dann höre, so, Moment, das war jetzt noch nicht mal extra. Obwohl ich es wieder im anderen Blickwinkel sehe, ja. Aber für mich ist die Tat trotzdem da. Das ist ja gerade das Schlimme für mich, weil ich ja auch noch die Aura sehe. Sind das die Ebenen, die, ja, dazwischen jetzt fehlen? Jetzt, ja, knallt hell und dunkel aufeinander. Ja. Und die Ebenen dazwischen filtern nichts mehr. Nein, ist nicht mehr da. Und das deswegen wird es jetzt auch so extrem, was, richtig, wir erfahren, ja, auch jetzt in Bezug auf unser Vereinsleben hier, wie, ja, wie geschossen wird, ja, weil wir andere Einstellungen haben, andere Vorsätze. Ja, und das so ist, passiert es könnte ja auch sein, ja, Einzelnen mit mir, dass ich von außen jetzt anders beschossen werde, weil die Zwischenebenen nicht mehr da sind. Ja, stimmt. Und dass auch die Erziehung, die man genossen hat, auch schwarzmagisch gewesen sein kann. Auf jeden Fall, natürlich. Ja, klar. Aber der Mensch weiß es ja nicht anders. Das ist es ja. Es wird ja weitergegeben. Von Kindheit, von Geburt an. Das wird alles weitergegeben, weil der Mensch es nicht anders weiß. Das ist für sie Normalität. Und das ist ja für mich jetzt das, was mich so belebt, dass ich von dir erfahre, da bin ich auf dem Holzweg, da bin ich auf dem Holzweg. Ich kann mit einer anderen Seite hinschauen. Ja. Und das verändern. Oder nicht annehmen, was von außen kommt. Versuchen, so gut wie es geht, mich nicht einwickeln zu lassen und bei mir selbst zu bleiben. Das ist der Weg. Bei sich zu bleiben und hinzuschauen, anders hinzuschauen. Windy, du wolltest gerade noch etwas sagen. Ja, mir fällt dazu ein, auch wie man dem Gegenüber, also wie ich meinem Gegenüber mich verhalte. Das hat ja auch was damit zu tun. Bin ich freundlich? Entgegne ich einem? Was ich bei dir toll finde, ist, selbst wenn du angegriffen wirst von durch irgendwelche Reden, dass du immer höflich, respektvoll bleibst, ja, dem Gegenüber. Und das können wir uns ja nur abgucken. Das ist ja, also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man einfach höflich und respektvoll bleibt. Ich möchte euch ein guter Lehrer sein. Ja, und das ist für mich ja auch schon, also für mich also fühlt es sich nach weißer Magie an, wenn ich respektvoll bleibe. Ja. Ich versuche euch einen guten, hellen Weg mitzugeben. Ich kann nur sagen, ich versuche es. Jetzt würden andere da draußen sagen, woher weißt du, dass es weiß ist? Weil ich es ja weiß. Ja. Weil ich ja weiß, wer ich bin. Dann würde ich sagen, weißt du, wer du bist? Ich weiß, wer du bist. Ja. Jetzt müssen wir einmal das Mikro rübergeben. Und dann müssen wir gleich eine Pause machen. Ich kriege schon wieder Durst, ihr Lieben. Ja, liebe Blue Light. Da kommt für mich das Vertrauen ins Spiel. Das Vertrauen zu dir mal vielleicht ein bisschen, ja, runter. Okay, gerne. Hast du denn noch starke Beschwerden? Nein, ne? Kannst du ablassen? Okay, sicher. Gerne. Da kommt das Vertrauen zu dir ins Spiel. Weil, wenn wir nicht glauben würden, dass es so ist, wie du uns das sagst, würde es ja nicht funktionieren. Und wir haben die Chance, mit deiner Hilfe zu erkennen, sind wir jetzt gerade dunkel? Wo wir meinen, wir sind es vielleicht gar nicht. Ich sehe es an euren Augen. Genau. Die Augen ist der Spiegel der Seele. Und wenn die Augen schwarz werden, dann weiß ich, dass das Dunkel durch euch durchspricht. Und das ist da draußen ganz viel geworden. Und dann, also ist es ja der Weg, den du uns anbietest, dass wir das annehmen, was du uns sagst, dass wir nicht beleidigt sind, sondern dass wir hingucken und sagen, okay, das war jetzt nicht okay, was ich gemacht habe, ich muss da jetzt oder ich möchte anders hinschauen, wenn ich es wirklich denn möchte. Wenn du es nicht tust, dann bleiben die Augen schwarz sozusagen und die Schwarzmagie arbeitet dann.
Das war für mich auch so der Punkt, das, was uns Vampire erzählt hat, war ja so richtig massiv. Ja. Aber dass auch im Alltag diese scheinbaren Kleinigkeiten auch schwarzmagisch sind. Alles. Dass man sich das eben wirklich auch bewusst macht. Mhm. Ja, die Serie wie die Besucher. Ich kenne die. Ich kenne die Serie. Ich habe sie vor Jahren mal gesehen mit meinem Mann. Und das trifft wirklich die Wahrheit. Da wird gezeigt, dass unter der Haut wirklich jemand anders stecken kann. Das ist ja bei euch auch, ja. Bei euch sind die Wesen, aber gute Wesen drin. Und wenn die Augen aber jetzt schwarz werden, das heißt, dass das Dunkle durch euch arbeiten will. Und das wird jetzt für euch gefährlicher. Darum sage ich es euch ja. Vorsicht, die Augen werden schwarz. Und dann müsste man eigentlich zurückrudern und sagen, stopp. Ja, das Dunkle will mich dran kriegen. Und dass dann einige, ich sag, wie du schon sagst, beleidigt sind, das ist schon der Abstieg in die Dunkelheit. Oder schönreden, sich rauswinden. Ich sehe das ja alles, ich weiß es ja. Das geht alles in die schwarze Richtung. Was erklären zu wollen, damit ich vielleicht doch noch ein Stückchen Recht habe, was eben nicht Recht haben ist, was einfach nur Dunkelheit. Recht haben ist ja schon wieder Dunkelheit. Weil es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt zwei Wahrheiten, habe ich ja auch gesagt. Es gibt die schwarze Wahrheit, die hat auch ihre Wahrheit. Es gibt die helle Wahrheit, auf jeden Fall. Aber es gibt die absolute Wahrheit und das ist die Wahrheit der Allmacht. Und da geht kein Weg dran vorbei. Und da hat ja jemand auch geschrieben, das mit der Bibel und Koran und da habe ich ja auch gesagt, ich habe doch gar nichts angeprangert. Ich habe nicht einmal gesagt, was von Allah, gar nichts. Ich habe nur mein Wissen rausgebracht. Und schon wird das, was ich ja sage, angeprangert von diesen Personen. Also soll das nicht rauskommen, dass das eigentlich schon dunkel ist. Ich trinke was. Bis gleich.